Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der nämlich spielt, dass wir stehen hier mit unserem EC9 in Osnabrück Hauptbahnhof und haben jetzt unsere Fahrt noch bis nach Münster Hauptbahnhof vor uns und ihr erinnert euch, wir sind letzte Woche hier in Osnabrück stehen geblieben, beziehungsweise im letzten Video. Und ja, werden jetzt unsere Fahrt hier fortsetzen und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen des Videos und ja, ich melde mich gleich nochmal bei euch. So, dann werden wir jetzt mal geschmeidig aus unserem Bahnhof hier ausfahren und unsere Fahrt Richtung Münster fortsetzen. Und ich hoffe, dass wir eine störungsfreie Fahrt erleben werden. Aber davon gehe ich jetzt mal einfach aus. Noch ist es ja früh, noch ist es nicht ganz so heiß und Wasservorräte sind natürlich vorhanden. Und für die Fahrgäste natürlich im Bistro ordentlich Kaltgetränke, ist ja logisch. Denn bis Zürich ist es noch eine lange, lange Fahrt. Gestartet ist dieser Zug in Hamburg-Altona und Ziel dort ist Zürich Hauptbahnhof. Und ja, wir werden jetzt mal sehen, ob wir hier pünktlich in Münster ankommen. Aber das sollte kein Problem sein, denke ich. So, da kommt noch eine kleine Hamsterbacke reingefahren. Auch immer sehr schön. Die wir als nächstes fahren werden, im zweiten Teil, als Regionalexpress. So viel kann ich euch schon mal verraten. Und ja, diese Fahrt jetzt wird jetzt nicht allzu lange dauern, während wir ja von Bremen bis nach Osnabrück knapp 120 Kilometer gefahren sind und ein Video von über einer Stunde entstanden ist, wird dieses jetzt hier eine Fahrt von gut 50 Kilometern sein und ich nehme an, so eine halbe Stunde. Und ja, aber das sollte jetzt nicht allzu tragisch sein und ja, habt einfach Spaß beim Anschauen und ja, ich denke, dass unser lieber Triebfahrzeugführer gleich das Wort übernehmen wird, von daher werde ich jetzt erstmal ein wenig stumm sein und melde mich dann gleich nochmal bei euch.
Wir begrüßen auch alle in Osnabrück Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im Eurocity nach Zürich Hauptbahnhof. Der nächste Halt des Zuges ist Münster Hauptbahnhof. Beachten Sie bitte, dass dieser Zug mit einer geänderten Wagenreihung verkehrt. Eventuell auf den Tickets ausgewiesenen Plätze werden wahrscheinlich so nicht stimmen. In diesem Fall bitten wir Sie einfach, sich auf einen freien Platz hinzusetzen, beziehungsweise sprechen Sie das Zugpersonal an. Dann werden wir einen Platz für Sie finden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Meine Damen und Herren, ein Hinweis aus dem Bordbistro. Das heutige Tagesangebot ist deutscher Kartoffelsalat und Sauerkraut. Wir würden uns auf einen Besuch von Ihnen im Bistro freuen. Deutscher Kartoffelsalat übrigens, da wäre ich der Erste, der Bistro mich blicken lassen würde, weil ich natürlich, beziehungsweise weil der Kartoffelsalat meine Leibspeise ist. Und ja, also da wäre mir die auch jede Uhrzeit egal. Deutscher Kartoffelsalat geht immer. So, ich habe noch eine kleine Aufgabe an euch, und zwar, ich möchte bald mal wieder spotten gehen und Münster, Bremen oder Osnabrück stehen zur Auswahl. Ihr sollt entscheiden, wohin ich fahren soll. Das nächste packt es in die Kommentare, und die Stadt, die am meisten genannt wurde, da fahre ich hin. Und ja, das ist jetzt eine Aufgabe an euch. Packt es in die Kommentare, und ja, ihr entscheidet, wohin mich meine Reise als nächstes führt und wo ich dann sehr, sehr schöne Aufnahmen machen werde, hoffe ich doch. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Und so, jetzt haben wir ein wenig Schränken hier erstmal in die Bremse gehen. Vor lauter Zählen komme ich gar nicht dazu, hier auf die Signale zu achten. Das sollten wir noch hinkriegen. So, 120 ist gefordert. Das geht locker. Wunderbar, wunderbar.
60. Falls ihr da mal Lust drauf habt,
3G-Zug.de. Da findet ihr unter anderem dieses Szenario Hitzewelle. So, da Fahrzeit zu finden. Die Fahrgastleitung an IC9, bitte kommen. IC9 hört. Deine Ablöse wartet am Bahnsteig. Für den nächsten Abschnitt übernimmt Knut. Sei nett zu ihm. Ich bin immer nett. Ja klar, aber deine Lieblingskatze ist gestern gestorben. Er hat aber noch 5 andere. Auf dich warten nach der Pause die Regionalbahn nach Osnabrück. Die Abfahrt ist um 10.03 Uhr. Dann kannst du Wasser nachkaufen. Gute Idee, dann bis später. Natürlich aufmuntern, dass seine Katze gestorben ist. Und natürlich sind wir nett. Das ist ja, steht ja außer Frage. Wasservorräte kaufen, ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, dass ich da mal mich in dem Bahnhof eindecke mit dem Essen und vor allem mit Kaltgetränken. Und im Kühlschrank habe ich auch ein Mobil, tragbar. Da wird die Fahrt für den Regionalexpress, glaube ich, nicht ganz so schlimm, hoffe ich. Wenn 40 Grad sind, jetzt nicht gerade sehr, nicht gerade sowas angenehm. Und da sollte man schon genug zu trinken dabei haben. Das auf jeden Fall.
langsam kommen wir jetzt Münster näher. Sind in gut 6 Minuten da und ja, 5,5 sind es eigentlich nur noch. Da kommt schon die obligatorische Brücke und ja. Ich werde mich aber gleich gegen Ende bei euch melden, beziehungsweise ja, wenn wir gleich in Münster angekommen sind. Leider muss ich dieses Video nachkommentieren, da mein Kommentar nicht auf die Aufnahme gekommen ist, da ich meinen PC verlagert habe, meinen PC-Standort und ja, da an einiges nicht gedacht habe. Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Münster in Westfalen Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung links. Alle planmäßigen Anschlusszüge werden ja, die können hier wir uns natürlich wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Fahren jetzt hier in Münster rein. Schön geschmeidig, wie Sie es gehört. Und ja, ich melde mich gleich nochmal bei euch. So, langsam fahren wir jetzt hier in den Münsteraner Hauptbahnhof ein. Und pünktlich, wie ich finde. Da kommen jetzt gleich noch, beziehungsweise links kommt ein Dosto, ein einzelner Dosto-Bahn. Gerade rechts hatten wir ja schon die N-Bahn. Und ja, schön zu erkennen, der Münster Hauptbahnhof, die obligatorische Kurve. Ja. Gleich wird links noch ein Kollege auftauchen, der seine Fahrt gen Bremen antritt, der hier auf uns gewartet hat und dann jetzt gleich Ausfahrt hat, sobald wir in den Bahnhof einfahren. Da links taucht er auf. So, der jetzt seine Fahrt antreten wird. Dann ein Stück weiter rechts steht die schöne Hamsterbacke, mit der wir es im nächsten Teil zu tun bekommen. Eine 143er ist auch noch da. Und wir werden jetzt zusehen, dass wir hier schön geschmeidig am Bahnsteig anhalten. Und zwar den ganzen Zug. Und trotzdem natürlich darauf aufpassen, dass wir nicht übers rote Signal hinausschießen. Aber ich kann euch sagen, das hat wunderbar funktioniert. Also da ist alles zur vollsten Zufriedenheit verlaufen. Das kann ich euch schon mal mit auf den Weg geben. Also der ganze Zug steht drin und wir werden auch das rote Signal nicht überfahren. So viel kann ich sagen. Türfreigabe. Türfreigabe. So, wir haben unseren Zug zum Stehen gebracht, öffnen die Türen und werden uns nach draußen begeben.
So, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Wer neu auf meinem Kanal ist, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, ganz, ganz wichtig. Für alle anderen gilt, bleibt mir treu, bleibt sauber, bleibt gesund, habt noch einen wunderschönen Sonntag, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, spätestens zum zweiten Teil dieses Szenario-Pakets und ja, habt einen schönen Tag, passt auf euch auf, macht's gut, euer der Danny Chott. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Ciao, ciao. Servus und tschüss. Noch ein Sorry für alle Unannehmlichkeiten, die hier durch mein Nachkommentieren entstanden sein mögen. Wenn irgendwas doppelt ist oder irgendwas nicht so richtig zusammenpasst, seht es mir nach, verzeiht es mir. Ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte und ja. Was soll ich noch sagen? Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ich kriege einen Daumen nach oben. Wäre sehr nice. Empfehlt mich weiter und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.